Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge wurden wir ja wieder vom letzten Boss vollkommen vernichtet und deswegen kommt jetzt eine kleine Trainingssession. Yay! Ja, habt ihr euch doch so sehr gefreut, glaube ich, ne? Ugh, ich verstehe das nicht. Das ist wieder so ein komischer Sprung gewesen, ne? Ist ja der letzten Gegner? Den letzten Boss, den haben wir hier weg und dann kommt irgendwie der nächstbeste und hauen uns kaputt. Ich verstehe das nicht. Ich meine jetzt nicht nur so ganz einfach irgendwie. Oha. Ich habe mir fast gar nichts abgezogen. Was soll das eigentlich? Was sind das immer für Sprünge? Ich verstehe das einfach nicht. Ich meine, den letzten Boss, ne? Ich war schon wieder vergessen, wie der hieß hier. Kronos, oder? Oder hier der Typ hier, dieser oberste Geist hier. Endlich irre. Und ja, der hat uns so was von fertig gemacht und ja, deswegen müssen wir jetzt wieder trainieren. Und da ich keinen Bock habe, nach einer Trainingssession hier nochmal aufzunehmen, tue ich einfach die Trainingssession aufnehmen. Geil, ne? Na, naja, entweder das oder diese Woche, also weiß ich nicht, Mittwoch oder Donnerstag, weiß ich jetzt nicht, da müsste jetzt die Donnerstagfolge sein. Entweder das oder es wird gar kein Part kommen und ja. Tut mir leid, aber bei mir geht es nur ein bisschen schleppend voran. Ich würde einen Schwierigkeitsgrad runterstellen, aber nö. Was zum. Jetzt irgendwie noch höher gesprungen oder was? Ich wäre ein bisschen lächerlich, ganz ehrlich. Ich habe jetzt schon wieder so einen Arsch versohlt bekommen, ne? Das, nachdem der letzte Boss jetzt nicht so eine Herausforderung war, macht irgendwie keinen Sinn. Auch wenn hier so viele. Ach so, ja, wegen Dings. Da komm her, du. Ich kann ihn nicht damit umhauen, das nervt. Okay. Und warum ist das Stehen mit Leia so schwierig jetzt? Keep moving, one step at a time. Das wird noch ewig dauern. Vor allem, da ich hier nicht solche Erfahrungspunkte Dinger zur Verfügung habe. So, hat eine Fertigkeit gelernt, hat eine Art gelernt. So, machen wir alles ein bisschen später. Da reg mich ein bisschen auf. Das war jetzt vor 5 Minuten irgendwie, als ich gegen den gekämpft habe und ja, ein bisschen so eine kleine Verarschung ist das so. Komm her, komm her. Ich finde das nicht witzig, Mann. Das ist so ein Dreck. Okay, dann müsst ihr jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so hier aufnehmen. Und hoffentlich sind wir dann ein bisschen stark genug auszurichten. Ich glaube zwar immer noch nicht, aber naja. Boah. Aber wer weiß, was noch passiert. Blöd ist, wir können jetzt auch keine Mission oder so wieder annehmen, das heißt, wir sind schon wieder vollkommen im Arsch. Schon wieder in der Splitterdimension eigentlich gefangen. Warum ist Elisa auch weggegangen? Was soll das eigentlich? Die hätten wir gebrauchen können im Kampf. Kann ich auch zu Dingens eigentlich zurück? Dimensionsriss. Warte mal. Na, verdammter Dreck. Ich dachte, wir könnten so hin und her switchen. Aber das wäre zu schön gewesen, ne? So, was habt ihr alles gelernt? Stärke plus 2. Yay! Und Vitalität. Yay! Ich glaube, das bringt es irgendwie überhaupt nicht.
So, wo ist hier? Ich will nach Ostgor gehen. Das habe ich ein bisschen besser zu trainieren. So, und dann Rüstung und so weiter alles. Kopfschmuck, Silber. Hey, jetzt sind ja noch welche übrig. So. Eisenschutz. Jo. Okay, die hätten vielleicht auch ein bisschen geholfen. Warum macht das Spiel das? Ich will das. Ich will doch ihr extra aus, ey. Ja, okay, wegen den Ausrüstungen liegt das aber jetzt nicht so. Glaube ich nicht. Oh, hallo, was haben wir denn hier noch alles? Ich werde nie meine Schulden abzahlen können, ey. Ja, schon wieder Geld weg. So, dann lass uns hier trainieren. Ne? War irgendwie besser zu trainieren, obwohl ich habe jetzt keine Gerichte mehr. Ne? Ja, war irgendwie einfacher zu trainieren, fand ich. So. Warum macht das Spiel das? Ich verstehe das nicht. Was ist denn das für eine Balance irgendwie? Marsch, vergiftet dich. Krieg die Krise. Bams. Lass auf den drauf gehen. Danke. Na, verreck bitte. Irgendwie hat das, warum hat das nicht so viele Erfahrungspunkte gegeben? Ich verstehe nicht. So. Hier, wo sind hier mal mehrere Gegner? Na, komm mal her. Habe ich einen Finstertrunk? Bestimmt, ne? Ja, funktioniert, glaube ich, nicht so wie ein Dingens, ne? Ah. Also, jetzt haben wir Dunkelheit, sehr schön. Und den einen bringt das leider nichts. So ein Dreck. Kannst du kotzen, ne? Ich der Einzige, der irgendwie Probleme hat mit den ganzen Gegnern, mit Volt und so. Würde mich jetzt gerne mal interessieren. Das war ein verbundener Arzt sein, danke. Sehr schön, schwerer Schaden. Irgendwie tut sie jetzt automatisch klauen, kann das sein? Oh, danke. Stimmt, ich bin damit gut verbunden. Okay, das hat es nicht gemacht. Sorry about that. Ja, wir bekommen aber gar nicht mehr so viele Erfahrungspunkte. Was soll das? So, Psyche, sehr schön. Senior-Korrespondentin, okay. What the fuck? So, und jetzt direkt mal. Den hier. Den hier. Oh, da sind noch welche. Okay, ich mach keinen Powertreffer. Okay, tu mal alles in schnell. Ich kann hier einfach so einfach akzeptieren. Lass mich mal kurz raus und rein. Vielleicht sind die ja wieder da, ne? Nein. Warum? Dann greif ich mal von hinten an. Oder nicht? Dann greife ich dich von hinten an. So, ich glaube, da bringt sie irgendwie nicht. Ich sollte wieder zur Ding zurückgehen, glaube ich.
Zack, fire it up. Verdammt. Time for our friendship pose. Peace. Love. Oh, be consistent. Warum? Okay. Wurde nur gerade irgendwie vom Boss vernichtet, aber naja. So, gehen wir zur Dingens wieder zurück. Moselle Höhenstraße. Ich glaube, da gibt es ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Hinterhalt, ja, von dem Ding ist doch scheißegal. Vielleicht auch in der 2 auf. What the? Ja. So, komm her. Hätte ja wohl gelacht, wenn wir dich nicht kaputt kriegen. Das wollte ich mit ihm schon links einsetzen. Was? Was sind diese Steine? Ludgar, mein Gott. Nein, Hilfe! So. Ja, haha, zu langsam, Mann. Ich habe bis jetzt immer noch nicht irgendwie einen Gegner getroffen, der einen gelben Schal oder so haben soll. Weil irgendwie soll das ja auch irgendwie ein spezieller Gegner sein, der ganz am Anfang hier erwähnt wurde. Na. Zack, na. Was bedeutet dieses Steinzeichen da? Ja, kurz davor versteinert zu werden oder was? Das Gute ist, wir haben jetzt noch so ein Element-Erz-Gericht aktiviert. Das heißt, wir bekommen auch noch ein bisschen mehr dazu noch. Das finde ich gut. So, noch ein bisschen, dann können wir mit Ludgar kaputt hauen. Keine Ahnung, wie ich so ausgewichen bin, aber egal. Sehr schön. Noch ein bisschen. Ja. Das kommt schon. Wahrscheinlich hat man die ganze Zeit meinen Tasten drücken hier, ne? Als so schnell schon wieder eine Trainingssession kommt, da ist nicht gedacht. Das sollte wieder wohl reichen, oder? Der eine Angriff hat schon 1000 abgezogen, ey. Und du bist tot, ja. Was? Hat sich gelohnt. Was zum? Oh mein Gott. Now I have the strength to protect. Man, I feel good. Yes, that's what I'm talking about. Okay, das hat sich gelohnt. Ich möchte noch mal gegen so ein Viech kämpfen. Na los. Jetzt. Okay. Ja, das war gut. Fand ich. So, Psyche am besten. Schaltungsverlängerung, ja. Das war die ganzen Werte-Dinge hier. Windschutz. Was? Warum jetzt so teuer? Warum ist denn das jetzt so teuer? Konterchance. Nein. Okay, dann hier Psyche. Ja, wir haben ein paar Arts verbessert, das finde ich gut. Aufsteigender Schlag. Na. Dämonenforce Level 3 hatten wir schon. Noch weiter, was? Okay, gucken wir mal. Hier sind noch vier, hier sind noch vier zweite Arts. Oh, sehr schön.
Komm mal, Abschöpfung, das ist zu wenig. Was? Nehmen wir das. Okay, da sind wir kurz davor, was zu lernen. Sehr schön. Hier sind wir ja die ganze Zeit hier zwischen Bildschirmen durchswitchen. Vielleicht wird es das eher bringen, aber naja. Jetzt habe ich wieder keinen Mindstrom. Hier, nehmen wir das hier. Mein Gott. Ist auch egal. So. Und sogar noch betäubt und so. Alles drum und dran. What? Slash it. Los, greift es irgendwie an. Das macht schon Schaden, keine Sorge. Ah. Ah. Er greift mich die ganze Zeit an. Was soll das? Aua. Du? Aua. Das gibt's doch nicht. Komm auf damit. Oh, da waren Heilungsdingen. Okay. Sehr schön. So soll es auch sein. Okay. Du schießt uns die ganze Zeit ab, glaube ich, ne? Ludger, mach mal. Okay, dann nicht. Gibt's doch nicht. Ich werde mal aufhören hier so zu tun, als würden allerdings Angriff hier überhaupt nichts machen gegen euch. Ansonsten werde ich böse. Da kann man auch machen hier. Die Gegner an sich heranziehen. Erstmal die Gegner an sich heranziehen und dann den hier machen. Er macht auch so Sprungangriffe. Ha. Diese kleinen Gegner hier so wegfliegen, ey. Sehr schön. Jawohl, stellt euch alle da ein, sehr schön. Aber es kommt schon. Wenigstens kriegen wir ja ohne Ende Geld. Wir könnten ruhig schneller Geld bekommen. Eine Art verbessert. So, ich muss mal kurz gucken. Wow. Also, dass ich hier irgendwie falsch gelevelt bin, das ist natürlich auch eine Wahrscheinlichkeit, aber. Wir haben Bock jetzt hier eine Trainingssession zu machen. Warte mal, wo ist hier der Riss? Ich mich mal kurz dahin porten. Und da war ja noch irgendwo was anderes. Ein anderes Gebiet. Auf der linken Seite Fertigkeit erlernen. Sehr schön. Zweites Art. Da haben wir, glaube ich, bestimmt nicht genug, ne? Nö. Machtladung, Machtladung, zwei kam weg. Dann nehmen wir das hier noch. Zwei Missionen können wir auch nicht annehmen, um Geld zu verdienen und Sachen zu kaufen und so. Dann wird zum Kotzen. Bestimmt super spannend hier für den Zuschauer. Glaube ich natürlich. Wahrscheinlich kann man gar nicht hier hin. Ich habe das Gefühl. Aber man kann ja mal gucken. Wir haben jetzt auch neue Klamotten und sowas alles ausgerüstet. Vielleicht haben wir jetzt eine bessere Chance gegen den Typen. Wenn ich da muss ich schon wieder in Schwierigkeitsgrad runterdrehen, weil ich gar keinen Bock drauf hätte. So, dann gehen wir schon mal in Orten hinein, wo wir gar nicht hineingehen sollten. So. Wenn unser Geld die ganze Zeit immer verschwindet, ey. So, können wir irgendwie neue Sachen lernen, die irgendwie jetzt nicht so viel Punkte brauchen. Lassen wir es mal. So, wie stark seid ihr? Nicht so stark. Verdammt. Mein Gott, ey, das Viech hier.
Oha. Und wow, das sah schön aus. Oh Gott. Wie viel zur Resistenz gegen unsere scheiß Waffen. Da bist du auch Resistenz gegen Schmerz. Also jetzt hört sich komisch an. Resistenz gegen Schmerz, habe ich irgendwie, glaube ich, gesagt. Aua. So. Ich drück einfach irgendwas. Ich glaube, es bringt. Also Edge, also Edge, also Edge, also Edge, also Edge. Wind Charge, Link Charge, was weiß ich. Ma. Sehr schön. Warum wollte ich jetzt mit ihm aufladen? Ihr seid gar nicht anfällig dagegen, Mann. Jetzt war, glaube ich, Verschwendung. Egal. Egal. Sehr schön. Wir kriegen sowas von aufs Maul von dem Typen immer noch. Gehen wir einfach mal hier rein. Vielleicht ist er hier was Nützliches. Man weiß es gar nicht. Ich glaube ja eher nicht. So, das ist schön. Schwäche, Resistenz gegen Dunkelheit, super. Oh Mann. Oh Mann. Bam. Na toll, Dunkelheit, das bringt nichts. Oder ist nicht, das können wir einsetzen. Sehr schön. Oh, wir werden sowas von sterben. Ist doch so ein Dreck, ey. Ich glaube, ich bei jedem Kampf irgendwie, der ein bisschen zu schwer ist, den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Kann ich ja gleich den ganzen Playthrough hier und Dings den Schwierigkeitsgrad spielen. Die ganze Zeit getroffen werde ich auch noch. Da wird gar nichts nach Plan. So, mach was. Gibt's doch einfach nicht. Ja, vielleicht ist der nächste Part auch noch eine Trainingssession, so wie ich das glaube. Ein Level stärker ist nicht so gut. Ich will die ganze Zeit Angriff aufladen, ey. Oh Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Oh, er kriegt noch mal aufs Maul. Sehr schön. See you later. Awesome. I bet. Guess who just got. Also für die Trainingssession bringt gar nichts. Der Ladenator, was? Da ist ja noch mal irgendwie so ein Viech. Ey. Ich möchte noch mal gegen so eins kämpfen. Wäre so richtig awesome gerade. Oh, Elementerz. Ansonsten weiß ich nicht, da muss ich irgendwie offscreen trainieren. Aber ich habe keinen Bock danach noch wieder was aufzunehmen. Dann tue ich bestimmte Stunden oder so trainieren und dann ist es wieder nicht so. Ich wahrscheinlich bis Level 30 oder so trainieren, ohne irgendwelche neuen Fähigkeiten und so zu lernen. Kommt ja auch noch dazu.
weil ich will auf Screen nichts Neues lernen oder Titel dazu bekommen und so, und da macht es ein bisschen schwierig. So, halt mal auf, danke. Oh. Ma. Verreck, verreck. Ich habe keine TP mehr, Mann. Sehr schön. Mein Gott. Okay, sie scheint sehr oft neue Sachen zu lernen. Aber ich glaube nicht, dass es uns das ein bisschen weit bringen wird. Aber naja. Ich kann schon immer reden. Nicht, dass ich das hier gekonnt hätte, aber... Ich werde so richtig versessen, nochmal so ein Viech hier zu finden. Es ist die schnellste Trainingsmöglichkeit gerade. So ein bisschen billig, aber... Naja. Wisst schon, was ich meine, ne? Ich gehe jetzt einfach raus und rein und hoffe, dass so ein Viech mal erscheint noch. Ja, jetzt ein paar Minuten. Taucht normalerweise, glaube ich, immer so am Eingang auf oder so, ne? Man taucht dann eine bestimmte Anzahl von Kämpfen auf oder so, oder ist das wirklich nur zufällig? Ich weiß es nicht. Lass mich in Ruhe. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier mache. Meine Motivation ist gerade im Keller. 30, was? Wenn jemand hat was gelernt. Okay, wahrscheinlich renne ich jetzt noch ein bisschen herum. Und tu Elementerz sammeln. Jetzt ein paar Minuten, da bringt es bestimmt voll. Okay, ein paar gute Sachen können ja noch gelernt werden, finde ich. Ich sollte mal einen ganzen Part machen, wo ich nur durch die Gegend renne und Elemente sammle. Das wird es auf jeden Fall bringen. Und eine Fertigkeit gelernt, das machen wir am Ende des Parts noch. Ist ja ein bisschen offensichtlich, dass das jetzt ein halbstündiger Part wird. Eine Fertigkeit erlernt, hat eine Art verbessert. Frage ist nur, ob sich das alles lohnt. Ma. Ist auch ganz schön viel Element erz jetzt gerade. Ich gerade ein bisschen Glück, ne? Ich bloß nicht in den Gegner rein dann oder so, weil dann bin ich dran. Also bin ich nicht, aber wisst schon, was ich meine, ne? Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Mein Gehirn ist gerade leer. Uah. Slash it! Los, schneidet das, macht irgendwie Schaden. So, ich will einfach nur ein Part hier hinter mich springen erstmal. Dann offscreen vielleicht doch ein bisschen trainieren. Weil diese ganze Onscreen-Trainingseinheit jetzt vollkommen umsonst KLTP gemacht hat, aber naja. Ich weiß selber nicht, was ich damit bezwecke, aber ja, naja. So. Ein Level haben wir bekommen, aber naja. Deine Fertigkeit erlernen, super. Elise, warum bist du nicht bei uns im Team? Was soll das? Ich brauche dich dringender denn je. So, dann haben wir alle Fertigkeiten erstmal gelernt. Auf Screen werde ich jetzt natürlich wieder nichts Neues lernen. Und ja. Sehr schön. Dann gehen wir mal zum Dimensionsriss speichern.
dann wahrscheinlich sehen wir uns dann, wenn ich so Level 30 bin oder so. Und hoffentlich dann eine Chance gegen den Typen habe. Weil ausgehen werde ich jetzt nichts mehr Neues lernen, was es ein bisschen schwierig macht. Und ja, bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Oh Gott.